Ja, einen wunderschönen guten Tag hier im Pelotero Wesselburen. Ich begrüße ganz herzlich Dieter Friedberg von der Presse. Schön, dass du da bist, Dieter. Die Kinder und natürlich die Mama, die auch mitgekommen ist. Und natürlich unsere Ehrengäste, Frau und Herr Nörgel. Wir sind reich. Hallo. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag für das Pelotero, denn Frau und Herr Nörgel haben uns eine große, aufblasbare Rutsche gespendet und ich will gar nicht so viele Worte verlieren. Einen großen Applaus für Frau Nörgel. Frau Nörgel! Danke, danke. Ja, mein Mann und ich haben das sehr gerne getan. Für die Kinder, weil Kinder sind ja unsere Zukunft, nicht wahr? Und sehr, sehr wichtig. Genau, bla bla bla. Im Internet ist ein Video aufgetaucht, wie ich in der Einkaufspassage einem Kind ins Gesicht spucke. Die Spende für das Pelotero ist einfach nur etwas, um meinen guten Ruf wiederherzustellen. Die Spende hat uns nicht wehgetan. Wir haben sehr, sehr viel Geld, müsst ihr alle wissen. Ja, auch von der Presse, schreiben Sie das bitte auf. Vielleicht, Frau Nörgel, erzählen Sie uns doch mal, das ist ja wirklich eine sehr großzügige Spende, welche Bedeutung haben für Sie Kinder? Kinder sind Lebewesen, nicht vollständig entwickelte wie Erwachsene, nein. Sie atmen, ja. Wenn ich da kurz einmal, also Kinder sind für uns das Salz in der Suppe. Oh. Wobei wir eigentlich nur Rumpsteak vom kanadischen Bison essen. Das mit der Suppe hat der Wolfgang sich gerade ausgedacht. Steht das kanadische Bison nicht unter Artenschutz? Ja, aber mein Mann und ich haben da Kontakte. Manchmal reisen wir sogar selber nach Kanada und erlegen ein Bison. Meine Frau wollte damit ich... Ja, Wolfgang, also, haben wir es dann hier so weit? Frau Nörgel, vielleicht ganz kurz noch einmal, Sie sind eben nicht ganz drauf eingegangen. Welche Bedeutung haben für Sie Kinder, das ist ja wirklich eine sehr, sehr großzügige Spende hier von Ihnen. Kinder stinken und übertragen Krankheiten. Kinder haben eine sehr große Bedeutung für mich. Ich, jetzt wird mir etwas flau. Oh nein, Frau Nörgel, ich... Susanne! Haben wir vielleicht ein Glas Wasser für Frau Nörgel? Hier, ich hab eins. Ah, super, dann genau, bring ihr das doch... Stell es nieder. Kusch, kusch, kusch. Trinken Sie doch bitte einen Schluck, Frau Nörgel. Es geht wieder, danke. Bringen wir es einfach schnell hinter uns. Okay, Frau Nörgel, ich würde dann einfach mal die Runde eröffnen, wenn jemand eine Frage hat, von den Eltern, die Kinder, von der Presse, einfach gerne Fragen stellen an Frau Susanne Nörgel, bitte. Ja, Dieter Friedberg, Dithmarscher Landeszeitung. Es gab da ja vor einigen Wochen dieses Video, wo Sie einem kleinen Kind ins Gesicht gespuckt haben. Ja. Was ist damit? Ja, kann es sein, dass Sie das hier alles nur machen, um Ihren guten Ruf wiederherzustellen? Ja. Nein. Ich liebe Kinder. Entschuldigen Sie. Was ist denn das für eine Unterstellung? Ich stelle nur Fragen. Wir spenden jedes Jahr für eine Leber für Kinder. Ein Herz für Kinder. Meinetwegen auch das. Wir engagieren uns schon seit Jahren in Bangladesch. Genau, es gibt dort sehr viele arbeitslose Kinder. Wir bauen Fabriken dort, damit sie arbeiten können. Fabriken, ne Wolfgang? Eigentlich sind es nur kleine Häuser aus Lehm. Sie unterstützen die Kinderarbeit in Bangladesch? Aber natürlich! Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Missverständnis. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wenn ich vielleicht auch noch kurz was sagen dürfte? Astrid, gerne, bitte. Ja, Herr und Frau Nörgel, im Namen der gesamten Elternschaft und des Fördervereins vielen, vielen Dank für Ihre großzügige Spende nochmal. Wir sind reich, das war kein Problem für uns, nicht wahr, Wolfgang? Als kleines Dankeschön haben die Kinder ein tolles Bild für Sie gemalt. Schauen Sie mal. Was ist das? Das bist du und Herr Nörgel. Und mein Mann und ich hatten einen Autounfall? Oder warum sehen wir so aus, als hätte man uns durch den Thermomix gezogen?
Das verstehe ich nicht. Natürlich verstehst du das nicht. Du bist ein Kind. Du bist dumm. Okay, vielleicht sollten wir ganz Frau kurz... Frau Nörgel, was wollten Sie da gerade sagen? Meine Frau ist sehr erkältet. Susanne, vielleicht sollten Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Also beruhigen wir uns kurz. Ich muss noch... Vom also Förderverein hätten wir gerne auch noch ein Bild von Frau Nörgel. Gerne. Zusammen mit den Kindern. Das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Corona ist doch wieder da. Corona ist wieder da? Ja, ja, ja. Corona 2. Ach, das ist doch alles gar nicht mehr so schlimm. Los, Kinder, geht mal zu Frau Nörgel, macht mal ein Foto mit ihr, ja? Nein, ich, um Gottes Willen, würdet ihr bitte einmal zur Seite, los. Auch hier ein bisschen zur Seite. So, da ist die Kamera. Lächeln, Frau Nörgel. Super, vielen Dank. Ey, Frau Nörgel, wollen wir alle mal auf Ihrer Rutsche rutschen? Nein. Ach, kommen Sie, ich nehme ein Video davon auf, ja? Okay. Ja, das wäre wirklich toll, Frau Nörgel, wenn Sie das noch... Bitte, Frau Nörgel. Ich habe gesagt nein. Bitte, 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 bitte. Nein. Rutschen, rutschen, rutschen. Ich habe gesagt nein, du kleines, stinkendes, dreckiges Bakterienkind.